Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es eine weitere Episode von Rug Pull Season. Und zwar möchte ich heute im Speziellen auf diesen ganzen Trading Bot AI Hype eingehen. Und ihr seht es im Hintergrund schon, ich habe hier die Webseite, die ursprünglich mal Stable Fund gehört hatte, aufgerufen. Diese ist jetzt natürlich nicht mehr verfügbar. Und damit hat diese ganze Rug Pull Trading AI Bot Geschichte eigentlich angefangen im letzten Jahr. Das Schöne daran ist, ich habe das alles ziemlich genau auf meinem Kanal dokumentiert, da ich in vielen Projekten selbst investiert war. Deswegen wollen wir jetzt mal mit einem ganz kurzen Blick in dieses erste Stable Fund Video von mir starten. Danach möchte ich auf ein paar Rug Pulls eingehen, auch potenzielle Rug Pulls, die uns wahrscheinlich in Kürze bevorstehen. Und abschließend natürlich noch zu dem neuesten heißen Trading Bot von Manny von Prosperity Gem Ventures. Jetzt erstmal zu dem Video. Mein erstes Video zu Stable Fund damals, das ja mit Abstand das erfolgreichste Projekt in dem Sinne war, auch wenn es natürlich ein Scam war. Aber es war für eine lange Zeit erfolgreich für viele Leute, vor allem wenn man früh drin war. Es war definitiv ein riesen Ponzi-Scheme und Leute wurden mit den Geldern neuer Investoren ausgezahlt. Dass das am Anfang so war, wusste keiner. Gegen Ende hin wurde es immer klarer, als dann der erste Ausfall war und der zweite Ausfall. Wir kennen alle die Geschichte. Deswegen lässt sich vermutlich für einige auch über das Wort erfolgreich streiten. Jedenfalls, wenn man früh drin war, konnte man hier schöne Profite machen. Und ihr seht jetzt hier, mein erstes Video war am 29. April 2022. Dort bin ich selbst in Stable Fund eingestiegen. Natürlich auch mit ganz, ganz viel Skepsis, die sich dann über den nächsten Monat gelegt hat. Da man ja gesehen hat, man wird ausgezahlt, man bekommt seine Profite. Man hatte damals beispielsweise auch, wie ihr hier im Video im Hintergrund seht, die Chance, den S-Rocket Token, die ich auch wahrgenommen habe, zu kaufen für 2 Dollar. Und wir wissen, wo das Ding kurzzeitig stand. Es war weit über den 150 US-Dollar. Heißt, hier war weit mehr als ein 50x drinnen, wenn man das Ding denn gehalten hat. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern ich wollte noch einen sehr, sehr schönen Punkt aus dem Video erwähnen. Und zwar habe ich eine Beispielkalkulation durchgeführt, was man denn beispielsweise mit 500 US-Dollar bei einer täglichen Rendite von 1,5%, die man ja in Stable Fund erhalten hatte, auf 6 Monate gesehen, haben kann. Und wenn wir das Video jetzt mal ganz kurz durchlaufen lassen, dann sehen wir gleich, wie ich das kalkuliere. Also wie gesagt, 500 US-Dollar, das Ganze für 6 Monate laufen. Ob ich damals so wirklich dran geglaubt habe, dass dieser Wert realistisch ist, ist eine andere Sache. Jedenfalls, wir sehen, wir hätten einen Investmentwert gehabt von 7600 US-Dollar, wenn man täglich weiter reinvestiert hat. Das haben natürlich die wenigsten gemacht. Das wäre aber potenziell möglich gewesen, weil das Projekt so lange lief. Und genau weil das so lange lief, beziehungsweise weil die Renditen ein Traum waren, die man hier erhalten hat, sind auch nach und nach so viele neue Leute reingekommen. Auch durch die Mobile Application, also durch die Smartphone App, die sie rausgebracht haben. Das hat noch mehr Leuten den Einstieg ermöglicht. Vor allem, da es ja bereits schon durch Mindestbeträge möglich war, dort einzusteigen. Und wenn man es beispielsweise auf dem Polygon-Netzwerk gemacht hat, hatte man dementsprechend auch Gas-Fees im Drittel-Cent-Bereich, sage ich mal. Und damit hat eben diese ganze Saison angefangen und dann letztendlich, ich glaube im September, Oktober, ging es dann richtig los, dass die ersten Forks rauskamen und Manny war damals einer, mittlerweile mit Prosperity Gem Ventures. Damals hieß es, glaube ich, noch Crypto Gem Trading, die haben ja so oft umfirmiert, ich glaube, das war der Name damals. Das war dann das nächste Erfolgreiche, das es bis heute weiterhin gibt. Alle anderen sind entweder noch nicht so lange am Markt oder haben zwischenzeitlich gerugpullt, weil alles Ponzi-Schemes waren. Alles hat darauf aufgebaut, neue User ins System zu holen, um diese Profite auszuzahlen. Was ziehen wir jetzt damit für eine Lehre draus? Alles, was überhalb von, ich sag mal, 1% ausbezahlt wird täglich, kann nicht durch Trading langfristig erwirtschaftet werden. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, hier in diesem Video anzubringen, da wir jetzt gleich auf die aktuellen Rugpulls eingehen. Und zwar der aktuellste ist ein Fork von AMC Doge. Und zwar ist das ganze Space Dog, hat glaube ich sogar 4% pro Tag versprochen. Er ist jetzt natürlich nach einer gewissen Zeit auch verschwunden. Ich war selbst nicht investiert, ich habe es nur verfolgt. Ich wusste, dass es ein Scam ist, weil mittlerweile alles, was an AI Trading Bots rauskommt und über 1% pro Tag bezahlt, ist reiner Scam und das sollte jedem bewusst sein. Es kann natürlich sein, dass diese 1, 2, 3 Monate laufen, weil viele neue User-Gelder reinkommen. Aber diese Prozentsätze können mit keinem AI-Trading-Bot oder sonstigem erwirtschaftet werden. Ich sag mal 0,5% bis 1% lasse ich mir noch eingehen mit ganz, ganz großem Risiko und viel Hebel, dass das ausgeschüttet werden kann. Langfristig gesehen wahrscheinlich auch nicht konstant. Aber das ist noch ein Bereich, wo ich sage, okay. Aber wenn wir dann über diese 1% hinausgehen, keine Chance.
Und das haben jetzt halt die meisten Leute hier auch merken müssen in Space Dog. Ein Projekt, über das ich zwischenzeitlich jetzt auch nicht mehr geredet habe, das war nur noch bei uns am Community Discord Thema, ist Purple Nitro. Die haben auch gerugpult hier in dem Fall, also der junge Mann. Das Video, wo ich das Projekt anteilig erwähnt habe, gibt es allerdings nicht mehr auf meinem Channel. Ich habe das aber nicht freiwillig runtergenommen oder gelöscht. Ich habe alle Videos noch auf meinem Channel, auch wenn es Rugpulls waren. Es lag daran, dass ich einen Copyright-Strike gekriegt habe vom Owner hier selbst, weil sein Gesicht im Video zu sehen war, in dem Doxing-Video. Das bringt uns jetzt im Nachhinein natürlich auch nichts. Jedenfalls Purple Nitro war in dem Sinne auch ein Fork von AMC Doge, das, glaube ich, 2 Wochen am Markt war und dann auch verschwunden ist, beziehungsweise der Owner die restlichen Funds gerugpult hat. Jetzt kommen wir zu 2 Projekten, die ich auch nicht auf meinem Kanal vorgestellt habe, aber denke, dass sie in Zukunft, vielleicht auch in naher Zukunft, schon rugpullen werden. Weil es auch ganz klar zu hohe Renditen sind, die dort ausgeschüttet werden. Und zwar auch unter dem Decknamen AI Trading Bot. Das erste, Mavs Army, springen jetzt gerade viele drauf. Ich denke, dass es bald einen Exit-Scam geben wird. Das Ganze kann auch nicht legit sein. Ich habe auch diverse Marketing-Anfragen von ihnen hier gekriegt, aber war für mich offensichtlich, die Dinger laufen nicht mehr. Es sind alle vom Markt verschwunden, die jemals da waren, außer eins, auf das wir am Ende zu sprechen kommen. Wie gesagt, Prosperity Champ Ventures. Mal schauen, wie lange das noch läuft. Jedenfalls ohne hier finanzielle Beratung oder sonstiges zu geben. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Und wenn ihr noch die Chance habt, ihr euer Geld rauszuziehen, dann macht's am besten jetzt. Und das Ganze nicht nur in Mavs Army, sondern auch im Harvest Keeper. Das Ganze hier verspricht fixe 4,8% pro Tag. Es läuft aktuell noch. Ich weiß, dass einige damit Geld verdient haben und ein paar aus der Community auch schon ihren ROI und Profite erreicht haben. Aber lange kann das nicht gut gehen. Wie gesagt, immer nur so lange, wie neue Einzahlungen reinkommen und das Ganze dann letztendlich an die alten Investoren ausbezahlt werden kann. Also bitte an der Stelle seid vorsichtig, wenn ihr euer initiales Kapital rausholen könnt. Macht es jetzt. Diese Projekte wird es nicht mehr lange geben. Und final möchte ich jetzt auf Prosperity Champ Ventures eingehen, die jetzt heute Nacht verkündet haben auf ihrem Community Discord, dass man jetzt quasi ein Abonnement für ihren Bot kaufen kann, das jetzt in diesem 24-Stunden-Zyklus für die Hälfte des Preises verfügbar ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute wissen, worauf sie sich hier einlassen. Und zwar ist das die Seite Champbot AI und man bekommt das Ganze jetzt quasi für $100 im Monat. Könnt ihr jetzt hier mit diesem Bot 2% pro Tag erwarten? Definitiv nicht. Wenn das Ganze wirklich legit sein sollte, dann wird das eine Art Copy-Trading oder sonstiges sein und ihr leistet dann quasi eure Einzahlung und ich denke, dass maximal mit einem Return, wenn das Ganze wirklich nachhaltig aufgebaut ist und das ein legit Projekt ist, dann reden wir von einer Rendite von 5-15% monatlich. Das wiederum würde bedeuten, dass man mindestens, ich sage mal, 1000 US-Dollar einzahlt bei einer Rendite von 10%. Damit hätte man dann quasi hier diese monatliche Gebühr abgedeckt. Heißt, unter diesem Wert denke ich, dass es absolut keinen Sinn macht, sich diesen Bot bzw. sich dieses Abonnement zu kaufen. Zusätzlich kommt vermutlich noch das Risiko dazu, dass man sein Geld entweder auf einer zentralen oder auf einer dezentralen Exchange lagern muss und somit nicht darüber verfügt. Und dem sollte sich bitte jeder klar sein. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, hier unter einer 1000 US-Dollar Mindestinvestition reinzugehen, weil ihr damit nicht diese monatlichen Kosten abdecken werdet. Alles, was darüber ausgezahlt wird, sollten es wirklich 20% pro Monat sein, dann kann man eigentlich zu 99% davon ausgehen, dass es auch wieder auf einem Ponzi-Scheme aufbaut. Um das hier jetzt aber an dieser Stelle noch klarzustellen, Manny hat immer geliefert, er hat alle gerefundet bis jetzt auf die Whales, die letzten, die jetzt noch ausgezahlt werden müssten, aber ich denke, dass es einfach irgendwann ist der Zyklus zu Ende, denn diese Renditen, die er potenziell erwirtschaftet mit seinen AI-Trading-Bots oder was auch immer da im Hintergrund macht, können langfristig jetzt, ich sag mal, in den nächsten 6 Monaten so nicht mehr ausgezahlt werden und erst recht nicht mit diesem Trading-Bot, den man hier benutzt. Also aus meiner Sicht ist die einfachste Lösung, einfach in diesem USDC-Contract auf der Binance Smart Chain zu bleiben und dort völlig hands-off weiter zu verdienen. Ihr habt dort keine Fees, ihr müsst euch um nichts selber kümmern, ihr habt eventuell nicht dieses Risiko, dass euer Geld auf einer zentralen Exchange liegt. Darum müsste sich dann Manny in dem Fall kümmern, beziehungsweise sein Team. Und ihr würdet hier dann auch keine monatliche Gebühr oder sonstiges zahlen. Falls jetzt hier auch jemand wissen möchte, ob ich mir den Bot hole, definitiv nicht. Ich habe damals im Dezember, Januar schon ein Video gemacht, wo ich meine Gründe ausgedrückt habe, warum ich Prosperity Champ Ventures nicht mehr vertraue. Sie waren jetzt doch noch 2,5-3 Monate am Markt. Glaube ich persönlich, dass das Ganze nochmal für ein halbes Jahr am Markt ist? Definitiv nicht. Und dementsprechend habe ich natürlich meine Gelder von diesen AI Trading Bot Projekten in andere Projekte, seriösere, wo ich weiß, was dahinter passiert, wo ich alles auf der Blockchain einsehen kann, umgeschichtet.
Morgen wird es ja auch vermutlich wieder das Portfolio-Update geben, wenn ich dazu komme. Ansonsten, das war es jetzt eigentlich erstmal zu diesem Video. Ich wollte einfach, dass ihr vorsichtig seid, was diese AI Trading Bot Projekte aktuell angeht, weil der Markt ist vorbei. Jeder, der in den letzten 6 Monaten im DeFi-Bereich unterwegs war, hat sich mindestens an einem Projekt die Finger verbrannt und ich möchte einfach nicht, dass sich noch mehr Leute jetzt final, sei es jetzt hier Jambot AI oder in diesen anderen beiden, die ich jetzt hier im Video erwähnt habe, die Finger verbrennen, weil Renditen versprochen werden, vor allem Fixed-Renditen. Beim Trading gibt es keine Fixed-Renditen. Und dementsprechend passt auf euer Kapital auf. Es werden nicht mehr viele Einzahlungen nachkommen, da sich schon viel zu viele Leute die Finger verbrannt haben und kein Vertrauen mehr haben, hier in diese Ponzis zu investieren. Wenn ihr Fragen habt oder euch austauschen wollt, könnt ihr gerne jederzeit zu uns auf dem Community-Discord kommen. Dort sind diese Projekte auch immer Thema. Ansonsten auch einfach gerne unter dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.